Hi. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie im letzten Video angekündigt, kommt heute mal wieder ein Fragfilm los. Ja, wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht. Let's go. Die erste Frage kommt vom Raphael Heimkreiter und der fragt, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ja, unser Name ist Filmbros. Wie wir darauf gekommen sind. Wir haben da auf jeden Fall ziemlich lange überlegt. Am Anfang haben wir Skaterbörser gehießen. Da waren wir beide nicht so mit zufrieden und dann haben wir lange überlegt. Ja, wir wollten unsere Vorname irgendwie mit reinmachen und das F im Film steht für Finn und das B in Burrows für Bandig und das R steht für Dominik, ist ganz klar. Ja, das deswegen der Name. Okay, die zweite Frage vom Khan Akmut. Wer ist der Stärkere? Ja, steht eigentlich schon fest, oder? Jay, der Vlogger, hat gefragt, wie gut seid ihr in der Schule? Ja, eigentlich ganz gut. Ja, eigentlich gut. Naja, geht so. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Hashtag FragFilmBros, macht ihr irgendwann mal eine Roomtour? Ich würde sagen, die kommt jetzt. Also Leute, herzlich willkommen zu unserer kleinen Roomtour. Wir haben einen ziemlich krassen Gaming-Raum, muss ich schon sagen. Ich kann euch einfach mal zeigen. So. Hier schlafe ich tatsächlich auch mit dem Finn zusammen. Ich hätte mal kurz reingehen. Hör zu, lässt sich leben. Ja, die nächste Frage von Gaza seid. Hashtag FragFilmBros, seid ihr zufrieden mit eurem Stand? Ich bin erstmal nicht zufrieden mit deinem Deutsch. Ja, wir haben ziemlich viele Fragen jetzt bekommen. Jedoch muss man auch sagen, wir haben die 800 Abonnenten immer noch nicht gepackt, deswegen. Nee, sind wir nicht zufrieden. Jo, eigentlich sind wir schon zufrieden, der Domi. Weiß noch mal nicht. Wir sind natürlich richtig zufrieden mit unserem Kanal. Auch, dass wir so viele aktive Abonnenten haben. Was machen wir jetzt eigentlich? Beantwortet die Frage richtig. Und der DuckTio hat gefragt, seid ihr schwanger? Und der Kommentar ist auch ein Top-Comment. Kommt da jetzt irgendwie so ein Sketch, so ein kleiner Dummer? Nee? Kommt nicht? Okay. Aber, ja. Die nächste Frage kommt vom Tim V. Er fragt, wie viele Jahre wollt ihr noch YouTube machen? Hashtag Filmbros Army. Haben wir scheinbar jetzt eine Filmbros Army. Da müssen wir uns natürlich noch einen besseren Namen überlegen. Filmbros Army ist ein bisschen langweilig. Aber kommen wir jetzt mal zur Frage, wie viele Jahre wollen wir noch YouTube machen? Und ich würde sagen, entweder bis wir überhaupt keine Zeit mehr haben, dann machen wir eine Pause oder so, oder bis wir überhaupt keine Lust mehr haben. Aber ich denke, es dauert noch ziemlich lange. Oder YouTube hört irgendwann auf, also gibt es irgendwann nicht mehr, dann würden wir auch aufhören, aber sonst. Das sind noch ein paar Jahre. Die nächste Frage von Cynthia Egger und sie hat gefragt, wie alt seid ihr? Ich bin 15, Bannig ist noch 14 und da bin ich schon 16. Playbare fragt, Hashtag FragFilmBros, könnt ihr mal ein Hinter-der-Kulissen-Video machen? Klar. So, wir sind hier behind the scenes bei den FilmBros. Wie man sieht, hier das Mikrofon auf der Cam. Das Stativ steht auf einem Tisch und Bannig sucht hier gerade Fragen raus. Ja. Hier ist noch unsere super Softbox. Einfach noch ein bisschen Licht, weil es draußen schon wieder dunkel ist. Und es ist gerade mal 16.58 Uhr, Jungs. Sind wir da ein Video drehen, oder? Naja, auf jeden Fall sehr unspektakulär. So viel haben wir da jetzt nicht. Ja. Die nächste Frage kommt von Linkina78. Aus welchem Grund genau trägt der eine von euch eine Brille? Das bin da wohl ich und ich trage die, damit ich auch mal ein Auge zudrücken kann. Nein, ich trage die natürlich, damit ich den völligen Durchblick habe. Also ich trage auf jeden Fall eine Brille nicht, weil es gut aussieht oder so, sondern einfach, weil ich schlechte Augen habe. Ansonsten würde ich auch ohne machen, aber die trage ich halt manchmal nicht, weil damit ich den Domi nicht sehe, aber sonst war weiter. Okay, die nächste Frage von Cynthia Egger ist, was sind eure Hobbys? Ja, bei mir ist so, ich chill einfach meistens den ganzen Tag irgendwie so rein. Nein, Spaß. Ich bin natürlich in der Schule, früh und dann eigentlich schaue ich meistens YouTube und mache halt dann am Wochenende mit Finn und Bannig immer die coolsten YouTube-Videos. Meine Hobbys sind natürlich YouTube, das ist so mein Haupthobby. Das ist so mein Meine Hobbys sind natürlich YouTube, das ist so mein Haupthobby. Dann bin ich noch gerne am PC. Klingt ein bisschen traurig, aber ich zocke auch sehr gerne.
Und aber ich bin auch gerne draußen, spiele Fußball oder so gegen Finn, zock den gerne mal ab. Ja. Also meine Hobbys sind so YouTube, das ist so mein Haupthobby. Dann bin ich auch gerne am PC, klingt jetzt ein bisschen traurig, aber ich zock halt auch gerne. Obwohl ich ihn meistens abzocke beim Fußballspielen. Und dann komme ich immer noch mit ins Spiel und ich zock mal ab. Ja, ich schaue auch gerne Serien, dann fliegen wir auch gerne hin und wieder mal Drohne, Longboard fahren. Ja. Roller fahren. Also wir haben auf jeden Fall Hobbys. Ja. Der Max W. fragt, habt ihr vor, weiter mit Domi Videos zu machen? Und wann kommt was auf dem Gaming-Kanal? Domi hat bestimmt als Leiter des Gaming-Kanals ein bisschen Zeit für ein Video. Hast du Zeit für ein Video? Nee. Ja, auf dem Gaming-Kanal. Da soll bald wieder was kommen, wirklich. Wir haben uns jetzt eine neue Festplatte gekauft, damit es ja, endlich mal wieder funktioniert in Sachen Gaming. Dann haben wir gerade wenig Zeit. Domi als Leiter des Gaming-Kanals müsste ja eigentlich Zeit haben. Also bei mir ist so, ich habe immer Zeit, also zum Zocken, aber ohne Bunning macht es halt keinen Spaß. Also guck mal beim Gaming-Kanal vorbei. Momentan ist da noch kein Video, aber wir versuchen wirklich so schnell wie es geht wieder Videos zu machen. Nächste Frage lautet, würdet ihr für 1 Million Euro euren Kanal aufgeben? Da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ich würde mir die 1 Million Euro gönnen. Ich würde mir ein paar Sachen kaufen, mir ein paar Sachen gönnen. Dann einen neuen Kanal machen, mich einfach mal ein bisschen in die Trends kaufen. Und dann bin ich eigentlich auf dem gleichen Stand wie vorher. Du bist 900.000 Euro reicher. Genau. Wäre eine Idee, oder? Finde ich gut. Natürlich ist es schade für alle, die uns supporten und alles. Da sind wir mega glücklich. Und ja, ist einfach mega nett von euch. Aber... 1 Million Euro. Ja, 1 Million Euro ist schon krass. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Nächste Frage von Spotze. Habt ihr Tipps für YouTube, beziehungsweise wie man mehr Reichweite bekommt? Ja, also eine ganz coole Technik ist es mal ein paar Kommentare zu schreiben. Aber bitte keine Eigenwerbung, das kommt nie gut an. Also so Sachen wie... Schaut mal auf meinen Kanal vorbei, ich mache auch coole Videos, was wir halt immer schreiben. Dann halt am besten jede Woche ein Video bringen, zu einem festen Upload-Datum. Wir haben es eigentlich auch ganz gut durchgezogen jetzt in dem einen Jahr. Ihr seht, bei uns hat es auch ganz gut geklappt, wir haben jetzt fast 800 Abonnenten. Und die letzte Frage für heute kommt vom Finnel, Hashtag FragFilmBros. Warum ist Dominik gerade auf dem Klo? Gucken wir mal nach, oder? Ja. Was? Genau. Domi? Das geh mal weg, ich will hier meine Privatsphäre, Mann.